Hallo liebe Zuschauer und ein ganz herzliches Willkommen zu Einsteiger TV, dem neuen Magazin rund um alles Wissenswerte zu Cottbusverkehr. Jeden dritten Donnerstag im Monat präsentieren wir Ihnen hier an dieser Stelle interessante Fakten und Hintergründe zu Bus und Straßenbahn. Wissen Sie zum Beispiel eigentlich, was ein Langläufer ist? Wenn nicht, ist das nicht schlimm. Wir haben unsere Fahrgäste auf der Straße einmal danach befragt. Wie ein Langläufer? Ja, ein Langläufer ist ein Langläufer. Ne, der regelmäßig Sport macht und schöne Strecken läuft. Ja, einer, der auf Schienen lang läuft. Vielleicht der Flugplatzbau in Berlin. Naja, der um Geld zu sparen parallel zur Straßenbahn läuft, ne, und abspecken will. Einer, der genau weiß, was ein Langläufer ist, ist Thomas Radewan, Teamleiter von Teamfahrzeuge bei Cottbus Verkehr. Ein Langläufer beschreibt den Umfang einer Inspektion, wie sie alle 8 Jahre stattfindet normalerweise, nur diesmal mit einem weitaus höheren Umfang, sodass das Fahrzeug nochmal für 16 Jahre fit gemacht wird. Mindestens 16 Jahre. Gewartet werden die Fahrzeuge hier in der Werkstatt des Unternehmens. Die Werkstatt ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für alles Technische bei der Cottbus Verkehr GmbH. Ca. 25 Werkstattmitarbeiter sorgen dafür, dass alle Straßenbahnen und Busse immer problemlos auf den Gleisen und Straßen in Cottbus und Umgebung unterwegs sein können. Jährlich werden so durchschnittlich 11 Millionen Fahrgäste sicher ans Ziel gebracht. Am 19. April 2012 erblickte der erste Langläufer von Cottbus Verkehr ganz offiziell das Licht der Welt. Aus alt macht neu, unter diesem Motto sollen in den kommenden Jahren bis zu 15 Fahrzeuge einer Modernisierung unterzogen werden. Das spart Kosten, denn die längerfristige Nutzung des vorhandenen Fahrzeugbestandes ist wirtschaftlicher als der Erwerb neuer Fahrzeuge. Auch wenn es dennoch zukünftig neue Bahnen bei Cottbus Verkehr geben wird. Gegenwärtig wird der zweite Langläufer in der Karosseriewerkstatt des Unternehmens auf seinen Einsatz vorbereitet. Bei diesem Fahrzeug wird jetzt zusätzlich zu einer normalen Inspektion komplett entkernt. Der Fußboden wird komplett erneuert. Es werden neue Anzeigen eingebaut. Sämtliche elektrischen Bauteile werden erneuert. Das Fahrzeug wird logischerweise komplett lackiert.